Hallo zusammen, gestern Abend war es wieder soweit. Rocket Monatsmission, ich glaube die sechste in diesem Jahr und wenn ich mich richtig erinnere, jetzt mein dritter Versuch, mich fürs große Rocket-Jahresfinale zu qualifizieren. Das lohnt sich übrigens richtig im Jackpot jetzt schon über 48.000 Euro und das, obwohl noch nicht mal die Hälfte des Jahres erreicht ist. Also da gibt es richtig was abzugreifen und nicht nur deshalb, aber auch deshalb bin ich natürlich hoch motiviert und hoffentlich auch konzentriert, fokussiert und will versuchen, es diesmal zu packen. Gespielt werden 3x12 Spiele, maskiert hier also, nicht zu sehen, wer die Gegner sind. Insgesamt also 36 Spiele. Die Distanz einer ganzen Serie. Ja, und da gilt es, so eine gewisse Mischung, kontrollierte Offensive, nenne ich das mal, an den Tag zu legen. Und das startet hier gleich mit dem ersten Spiel. Ich habe zwar nur fünf Trümpfe in Mittelhand mit einem Seitenass, aber es sind die beiden Alten dabei und Trumpf 10 zu dritt. Also das gibt doch einige Möglichkeiten, hier ein nettes Spiel rauszubekommen. Deswegen habe ich durchaus jetzt hier die 30 gehalten. Herz ohne 2 will ich mir nicht angucken. Wo ich jetzt aber 33 aus Hinterhand höre, da wird es mir zu bunt. Ja, wenn der Herz ohne 3 hat, komme ich ohnehin nicht ran. Und wenn er irgendwas Dunkles selber spielen möchte, Pik oder Kreuz, dann ist das für mein Spiel keine gute Nachricht. Da muss ich dann also leider, muss man sagen, die Reißleine ziehen. Hätte das Spiel gerne versucht. Und natürlich bin ich auch immer neugierig, was denn so im Skat liegt. Ja, und das war natürlich auch ein Stück zu weit zu befürchten. Es kommt ein 0-Ouvert bei raus und wie wir es sehen, der ist wasserdicht. Einzige Chance wäre in Herz, aber nur, wenn alle vier Herzen, die fehlen, in einer Hand sitzen. Und da ich die Herz 9 habe, ist das nicht der Fall. Den können wir also gleich aufgeben. Das war hier ein schmerzfreier und gelungener Start für Spieler 1. Ja, und das ist ja wieder ein Ansatz in Vorhand. Etwas stärker sogar. Fünf Trümpfe mit Ass 10 und einer bestellten 10 und auch die Vorhand. Aber natürlich nicht so weit zu reizen, denn ich habe nur Pik einfach. Und als Handspiel wäre er wohl auch schwer, aber ich bekomme ihn hier für 18. So, dann mal gucken. Oh, also irgendwie habe ich das Gefühl, so richtig flutschen tut das noch nicht. Na gut, es war jetzt der erste Skat, aber gleich so eine absolute Mäusefindung hier. Ja, wie machen wir es denn? Herz, Lusche, Karo 10 im Keller, ne? Und dann den Pik. Also Karo 10 könnte man vielleicht auch auf die Idee kommen, die oben zu halten, aber dafür ist mir das Spiel in Vorhand eigentlich zu stark, um so eine wackelige Beikarte dabei zu halten. Lieber die 10 in den Keller und Kreuz 10 oben behalten, denn bei meinen 5 Trümpfen kann ich mir ja mit dem Bubenzug auch noch einen Trumpfstich auf jeden Fall hochspielen. Ja, also der darf jetzt nicht zu unrund sitzen und laufen. Und das war jetzt natürlich schon mal kein guter Auftakt. Karo Lusche wahrscheinlich blank. Wäre mir lieber gewesen, da wären König und Ass gefallen. Denn jetzt müssen wir mal genau aufpassen. 19 Augen. Jetzt kommt natürlich die Wimmlung auf 36. Vier Trümpfe fehlen auch noch. Wahrscheinlich kommt Karo Lusche hinterher. Ja, und dann hänge ich hier schon, ne? Mit der Trumpf 10 darf ich dann nicht darauf. Wenn ich nur klein steche, natürlich die Gefahr, dass Spieler 1 dann auch noch Kreuz abwirft. Oh, aber Spieler 2 spielt Kreuz Dame. Spielt mich jetzt an, spielt nicht Karo Lusche und das ist natürlich super. Erstmal. Denn gut, wahrscheinlich spielt er den letzten Karo nicht, weil er jetzt die Kreuz Dame blank gespielt hat. So, und ich muss mal eben überlegen. Die anderen haben schon, die Gegner haben schon 36 und Trumpf Ass ist auch noch draußen. Also wenn ich von unten ziehe, dann kommen sie so Richtung 50 und dann kann ich aber womöglich, also dann kann ich gegen Trumpf zu viert, wenn noch ein weiterer Stich stehen bleibt, immer noch nicht gewinnen, aber kann womöglich noch verlieren, obwohl Trumpf 3-3 steht, weil dann erst nochmal Kreuz gestochen wird und dann nochmal Karo gestochen wird. Also jetzt lieber von oben auf Trumpf 3-3, also Daumen drücken, sonst werde ich das Spiel wohl hier verlieren. Aber das sah eben mit dem Buben schon gut aus. Da muss jetzt eigentlich die Dame fallen, ne? Klar, sonst wäre auch jetzt mit dem Ass nicht raufgegangen. Das war an diesem Bubenstich schon zu sehen. Also zum Glück sitzt hier Trumpf 3-3. Und damit komme ich dann lässig ins Ziel mit 70 Augen gewonnen. Also so für einen Start in die Liste erstmal schon mit so ein bisschen Prickeln auf der Haut. Aber das hast du beim Skat ja eigentlich fast immer. So. Dann lehne ich mich jetzt erstmal zurück und lasse die anderen mal machen da. Da wird ja wieder direkt
steil losgereizt. Es ist was los. Diesmal wollte Spieler 2 wohl ein Nullwehrlos machen. Zumindest hat er dabei dann aufgehört und der zwingt Spieler 1 zum Pik Hand. Wahrscheinlich mit rein aufgrund der Reizung. Alles andere wäre merkwürdig. Ja, und dann bin ich mal gespannt. Die Beikarte wird es natürlich richten. Über Trumpf werden wir nichts machen. Sieht auch wie 6 Trumpf aus. Ah, dass jetzt Kreuz Lusche fällt, deutet jetzt eher nicht so auf einen Erfolg für uns hin, aber er hat kein Herz, mein Partner. Also mal gucken. Herz König auch noch absammeln. Ja, 29. So, jetzt müssen wir Karo Ass oder so reingehen. Nee, Kreuz Dame 32. Gut, wenn der Alleinspieler jetzt noch Kreuz Ass in der Hand hat und die 6 Trumpf, dann hat er überhaupt nur noch einen Fehl. Dann werden wir nicht gewinnen. Also müssen wir wohl hoffen, dass entweder das Kreuz Ass schläft oder ein Trumpf schläft. Und ja, warum schmiert mein Partner noch nicht mal ein bisschen mehr? Vielleicht steht er in Karo auf dem bestellten Ass und deswegen jetzt hier der Versuch und genau so sollte das sein. Und jetzt Karo Ass hinterher. Ich lade Kreuz 10 rein und tschack, da ist die Fantasie schon wieder raus. Offensichtlich ist Karo 10 im Stock und der Alleinspieler hat schon Rest. Er hat die 6 Trümpfe, er hat das Kreuz Ass. Also der Pik Hand war eine Ecke zu stark für uns. Pik Hand mit rein. Ein sehr gepflegter und geschmeidiger Start hier von Spieler 1. Tja, da haben wir sie wieder. 6 Bilder ohne Buben. Herz, was begehrst du mehr? Na, wir hören nichts und da hören wir Grang. Und Grang hören wir natürlich nicht gerne. Denn mein Blatt ist sowas von durchwachsen. Schwer vorzustellen, wie dieser Grang aussehen soll, dass wir da auf den grünen Zweig kommen. Drei Jungs hat er, kein Pik. Karo Ass 10, na, das geht ja hier wohl eher um Schneider frei, denn um Sieg würde ich denken. Ah, immerhin hier schon mal 21 Augen gefischt. Oh, und mein Partner, der ist sehr freigebig, der haut die Pik 10 auch noch auf den Tisch. Ja gut, ich denke mal, das ist ganz egal. Eine Lusche hätte vielleicht auch gereicht, aber ich habe mir gesagt, vielleicht will der Spieler dann auch noch abwerfen. Er hat sowieso alle Möglichkeiten, hier das Spiel zu gewinnen. Und deswegen kam es auf dieses Bild hier wohl auch nicht mehr an. Da sehen wir es auch, Herz Ass hat er auch noch. Also ganz egal. Und nun schmeißt er die Karten über den Tisch. 79, das reicht zum Sieg. Karo Ass 10 Lusche hat er gehabt. Herz Ass Lusche offensichtlich. Kein Pik, die 2 wieder gedrückt haben. Ja, schöner Gang. So, die Karte wird besser, ne? Jetzt sind es nur noch 5 Bilder ohne Buben und immerhin schon ein Ass dabei. Also wenn wir noch ein bisschen warten, dann kommt vielleicht nachher sogar noch ein Spiel vorbei. Jetzt wird erstmal Grang gespielt, ja, und da denke ich mal, mein Ass aus Ass König ist kein gutes Ausspiel. Viel zu groß die Chance, dass der Spieler da mal in der 10 sitzt. Dafür können wir mit dem König zu schön schnippeln. Einfach bestellte Kreuz 10 auch keine gute Option. Also mal hier innen ein König zu dritt Bild, weil wir das Ass nicht haben. Ja, und dann war wohl die Herz 10 blank, wie es ausschaut. Das wäre sie ja ohnehin gewesen. In dem Szenario hätte natürlich Herz Lusche auch gereicht, aber das kannst du ja vorher nicht so genau wissen. So, bedauerlich, mein Partner hat nicht viel. Er ist eine Dame, jetzt eine Lusche. Das sieht aber nicht gut aus. Wie sollen wir denn jetzt hier noch irgendwie hinkommen? Ich versuche es jetzt mal in Pik. Ja, naja, da habe ich ihm jetzt wohl die nächste 10 frei gespielt. Ich meine, die eine habe ich ja gar nicht blank gespielt. Die war schon blank. Diese habe ich jetzt tatsächlich blank gespielt. Andererseits muss man sagen, er hat mir auch nicht wirklich geholfen. Mit diesen Karo-Abwürfen hatte er mir so ein bisschen annonciert, dass in Karo vielleicht was geht. Naja, gut, es
ist nun mal ein Spiel mit verdeckten Karten. Ich glaube, der Schneider wäre im Idealfall zu vermeiden gewesen, aber das haben wir nicht hinbekommen. 6. Spiel sind wir schon. Also es ist wie immer beim Skat, die Spannung liegt knisternd in der Luft und ehe man sich versieht, ist schon wieder so eine halbe Zwölferliste gespielt. In diesem Fall kann man nur sagen, Spieler 1, der kann hier offenbar bisher nicht viel falsch machen. Der hat jetzt den nächsten Gang bekommen. So, All in sage ich jetzt mal hier. Futter bei die Fische und war auch nicht der Zug zum Rauskommen. Die Frage ist, war Rauskommen denn überhaupt möglich? Nein, auch wieder so ein Tier von einem Spiel, ob ich da Karo 10 reinlege oder nicht, es war sowieso Schneider. Ja, da muss man mal sagen, Spieler 1, der macht hier eine kleine Treppe, ne? Der startet mit 46 und das war bisher sein kleinstes Spiel. Es ging immer noch weiter aufwärts. 469, sehr stolzes Ergebnis. Ja, und ich mit meinem einfachen kleinen Pik völlig abgeschlagen. Also der Start, den hätte ich mir anders vorgestellt. Jetzt aber im 7. Spiel, das würde ich sagen, ist meine erste richtig überzeugende Karte, das sieht doch aus wie ein Krang Hand, drei Buben, drei Asse, zweimal mit König Lusch darunter. Mal gucken, mit ein wenig Glück wird der Schneider, ja, aber wahrscheinlich nur, wenn entweder Karo 10 jetzt drin liegt oder der Bube, ne? Um hier nicht zu kurz zu kommen, ziehe ich bisher den Buben nicht, sondern spiele erstmal zweimal unter raus, beide Könige hochgespielt, das hat erstmal ganz wunderbar geklappt. 26 haben die Gegner liegen. Gut, nun komme ich aber zu kurz, um nochmal mit dem Buben hinzulangen. Also, wenn der Kreuzbube drin liegt, das wäre nett, denn dann hätten wir Schneider und die Wertungsstufe mit 4. Das wird also noch 96 Extrapunkte hier bringen, aber heute mal nicht. Heute begnügen wir uns mit einem 72er Spiel. Trotz alledem sieht die Welt nach so einem Spiel schon gleich wieder ganz anders aus. Knapp 200 Punkte bei Spiel 7, das ist schon wieder so einigermaßen im Soll. Denn ich gehe einfach mal davon aus, naja, ein bisschen über 1200 wird man brauchen, üblicherweise. Also so gute 400 sollten hier schon dreimal rauskommen. Die können sich natürlich auch irgendwie ein bisschen anders verteilen, das ist ja keine Frage. Spieler 1 macht es hier vor. Na, man kann natürlich auch mal in einem Päckchen so richtig davon stürmen. Dann kann man vor allen Dingen, wenn das gleich am Anfang gelingt, danach auch taktisch es viel ruhiger angehen lassen, kann das Risiko runterfahren. Und das ist der Vorteil, wenn die Karte am Anfang eben gut läuft, dass du gewisse Spiele einfach gar nicht mehr reizen brauchst. Und guckt euch das mal an. Schon wieder so ein Abklappding. Haben wir Glück, dass wir überhaupt einen Stich gemacht haben. Wenn mein Partner hier auf die Idee kommt, den König zu tauchen, auf die 10 zu schnippeln, dann wären wir beim Farbspiel Schneider schwarz geworden. Also, wer ist dieser ominöse Spieler 1, der einen Pakt mit dem Skatgott geschlossen zu haben scheint? Und er hört gar nicht mehr auf, er ist schon wieder mit am Reizen. Ja, und ich hätte mir hier vielleicht 18 rausgequält, wenn nicht schon zwei Leute ihr Interesse an dem Spiel angemeldet hätten. Das ist immer ein Zeichen, das wusste schon die Oma, das ist immer ein Zeichen, dass die Farben lang stehen und dass es sehr gefährlich ist. Sollte man nicht so ein Viertrumpf-Ei losmachen und es wird der nächste Nuluwer und diesmal ist er wirklich ohne Knochen. Ja, läuft, würde ich sagen. Immer schön zu sehen, dass beim Skat die Welt noch in Ordnung ist. Kommt eben immer nur darauf an, an welcher Ecke des Tisches man sitzt. So, und jetzt Spiel 10. Jetzt muss ich mal eine Entscheidung treffen. Das ist natürlich eine Kirsche hier. Ich sag mal 18. Ich denke mal, wenn ich es kriege, wahrscheinlich kriege ich es ja sowieso nicht, aber wenn ich es kriege, müsste eigentlich eine Verstärkungskarte drin liegen. So läuft das typischerweise. Also es ist ein bisschen eine Grenze. Aber doch, ich denke, 18 kann man bieten. Oh, ich krieg's für 18. Ai, ai, ah, nein, 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 nein. Wie ist denn das nur möglich? Wie ist denn das nur möglich, dass da
drin liegt, dass da zwei Luschen hochkommen, das ist ja fürchterlich. Und dann noch nicht mal ein Herz oder Kreuz. Ja, ich meine, das ist jetzt natürlich ein Katastrophenspiel. Ich habe Pik Dame König gedrückt. Das mache ich in dieser Konstellation immer so. Karo Lusche mitzudrücken ist Quatsch. Das muss sowieso jetzt ein bisschen glücklich laufen. Sieht im ersten Moment natürlich dusselig aus, aber wenn Pik jetzt zu dritt steht und Spieler 1 meinetwegen rankommt, die 10 hinterher zieht, Spieler 2 haut einen rein, dann kann sich so ein Spiel sehr günstig entwickeln. Ist auch sowieso nicht sehr oft, dass da auf die Luschen immer die 21 Augen fallen. Aber das gefällt mir nicht. Nein, du. Also was ist das denn bitte hier? Wie läuft denn dieses Spiel? Bei 18 dran, die Findung eine Katastrophe und dann greifen die Jungs da rein und fischen direkt 21 Augen auf meine blanke Lusche. Ja, toll. Pik hinterher, Trumpf 10 drauf. Normal würde ich sagen, müsste ich Karo Lusche abschmeißen. Andererseits, dann ist die Karte komplett verraten. Die Trümpfe besser gesagt, können auch nicht mehr gleichmäßig verteilt sein, wo hier schon einer fehlt. Also ich glaube, ich muss überstechen, obwohl es natürlich mit offenen Karten nicht der beste Zug wäre. Muss einfach hoffen, dass die Gegner jetzt noch dusselig sind und irgendwie einen schlappen Zug vielleicht nochmal die Pik Lusche bringen, dass ich die Karo Lusche loswerde, denn sonst kann ich hier gar nichts gewinnen. 27 Augen haben sie schon. Oh, und Spieler 2 überlegt, komm, tu mir es nicht an, jetzt auch noch einen Karo vollen. Ah, und er zieht das Karo Ass. Oh, meine Herren, du, zweimal 21 auf meine blanken Luschen, das ist natürlich jetzt nicht mehr zu retten. Ja, das war nix. Zu forsch rangegangen. Spieler 2, okay, jetzt spielt er Trumpf. Will das Spiel jetzt auch nicht mehr noch irgendwie ruinieren. Ja, aber sein Partner ist so stark, da rechnet er vielleicht gar nicht mit. Der hat auch noch die beiden Alten. Er wollte natürlich sonst den Stich mit der Herz 10 machen. Ja, das Spiel also beim besten Willen nicht zu gewinnen. Hier nehme ich nochmal die 7 Augen mit. Herz steht auch noch zu dritt, also die Karte. Wenn du so ein Spiel dann hast, dann muss es eben ein bisschen glatt stehen, ne? Dann muss mal Herz 2 zu 2 stehen, Pik 2 zu 2 stehen, dann ist es für die Gegner auch nicht so leicht. Also das war jetzt ja ein Stück weit vielleicht auch riskant gereizt, aber so bitter sitzt das dann auch nicht immer. Also würde ich wohl ruhig mal wieder tun. Gerade jetzt in dieser Situation muss ich ja sogar das Risiko erhöhen, denn jetzt stehe ich fett im Minus und das sind natürlich keine besonders guten Aussichten hier. Das erste Drittel ist gleich rum. 1 zu 1, ach nee, 2 zu 1 stehe ich. Hab ja noch den Grand Hand gehabt. Also so fett im Minus gar nicht, aber eben auch bei weitem nicht da, wo ich sein wollte. Ja, und so ein teures Spiel, das ist immer schwer wieder reinzuholen. So, und guckt euch das an. Jetzt spielt er Herz. Ich glaube, da rennt er auch noch mal voll in die aufgestellten Messer. Ich habe nicht einen Trumpf. Ja, ein Spieler 1, der hat seine dicken Spiele rausgenommen und setzt sich jetzt zurück. Ja, und was ist das denn hier? Ich denke mal, jetzt ist das Spiel ja schon so gut wie gegessen. Der muss erstmal zweimal Karo bedienen, Ass und 10. Also ganz günstig von mir getroffen. Wollte noch nicht mit Herz anwackeln. Pik war mir auch zu lang. Karo natürlich auch gar nicht unbedingt ein ideales Ausspiel, aber es zeigt sich eben hier, es gibt genug Konstellationen, wo das auch in Ordnung geht. Ja, jetzt bitteres Erwachen für Spieler 2, alle Trümpfe in einer Hand. Gleich das Kreuz Ass geschmiert. Wunder mich ein bisschen, mein Partner könnte doch jetzt auch, wenn er sie hat, eine Pik Lusche spielen, müsste gar nicht unbedingt hier die Bilder opfern. Ich denke da einfach nur an so ein Trumpf-Gabel-Endspiel und hoffe, dass Spieler 1 das ja alles im Griff hat. Aber gut, letztlich müsste es an sich ein 7-Trumpf-Spiel sein, ne? Wo er noch Karo Lusche König dabei hat, würde ich irgendwie denken, dass es ein 7-Trümpfer ist. Und dann ist das alles egal und in Ordnung. So, rein mit der Pik 10. Schwupp.
Ja, und den einen Stich werden wir wohl noch machen, ne? Ich glaube, den einen machen wir noch. Sonst hätte Spieler 2 vorher schon mal von oben hingezogen. Ja, und da ist es passiert. So, aber auch mal interessant. Er verliert hier ganz knapp, muss man sagen, mit 57. Hat ein 7-Trumpf-Spiel mit dem Pik Ass an der Seite. Aber ist euch das eben aufgefallen? Pik Lusche war gedrückt. Ich habe immer geguckt, wo bleibt denn die letzte Pik Lusche? Ich hatte 4, das Ass war blank und Mittelhand, mein Partner hatte auch noch eine Lusche. Also der Spieler hat aus Ass Lusche die Lusche gedrückt und dafür den Karo König gehalten. Und das würde ich sagen, ist ein grober Patzer. Er hätte sonst im zweiten Stich da erstmal Karo 10 verhaften können. Das ist einfach, sieht vielleicht im ersten Moment ein bisschen sauberer aus, die Karte, aber die Lusche durchs Ass geschützt ist einfach stärker als dieser Karo König. Und ja, in dem Fall ist genau das hier, denke ich, dem Spieler zum Verhängnis geworden. Also mit einer anderen Drückung hätte er das Spiel gewinnen können. So, und dann schauen wir mal auf die Punkte. Spieler 1 unangefochten zieht seine Kreise 735. Und Spieler 2 und meine Wenigkeit Spieler 3, wir sind hier die Idioten am Tisch. Wir haben keine 100 Punkte und sind schon relativ stark unter Druck nach dem ersten Drittel. Im Prinzip ist hier die Messe schon so gut wie gelesen. Da müsste jetzt schon sehr viel passieren. So, jetzt wird noch einer eingepasst. Spiel 1 hat es nicht mehr nötig. Und es ist ja hier nicht live kommentiert. Ich habe natürlich später nachgeschaut, wer hat uns hier so die Ohren lang gezogen. Das war der Hühnerbaron Raimund Ginzel, ganz starker Spieler, auch netter, sympathischer Typ. Der hat es am Ende auch geschafft. So viel verrate ich schon mal dazu. Also Glückwunsch. Und der hat hier ja auch wirklich nichts anbrennen lassen. Kann man nichts zu sagen. So wird eben Skat gespielt, wenn die Karte es zulässt. Gut, die nächsten Tage mache ich weiter. Mal schauen, ob es in dieser Monatsmission doch noch ein Wunder gibt. In der letzten habe ich auch schon drauf gewartet und es blieb aus. Aber wenn nicht, ist das Gute, dass die Welt sich weiterdreht und nach dem Turnier ist vor dem Turnier. Damit dieser Binse verabschiede ich mich für heute. Wünsche euch noch einen schönen Abend und wie immer, gut blatt.